ein starker, super, extrem geiler Auftritt von Gabriel Clemens hier bei der Weltmeisterschaft gewesen, kann man jetzt ja sagen. Das heißt auch, morgen das Finale gucke ich mir gemütlich an und spiele dann ein bisschen das hier. Vielleicht will ja noch jemand mitspielen, der hier in der Nähe wohnt. Einfach mal bei mir melden. Dann können wir uns das morgen mal antun. Servus, Dartkollege. Ich habe wieder was Tolles bekommen. Und zwar diesmal ein Spiel. Double Out von Anzen. Ja, was ist Anzen? Will ich schnell was dazu sagen. Das ist vor allem der Thomas Hüllmeier aus Niederbayern, Anzenkirchen. Daher auch der Name Anzen. Ist ein Ortsteil von Triftern. Das mal nur am Rande. Der hat auch noch 10 Gesellschafter mit dabei, die da beteiligt sind an dem Unternehmen. Und das Spiel habe ich jetzt während der WM auch ein bisschen Test spielen können und kann es euch jetzt vorstellen und mal zeigen, worum es da geht. Das Schöne dabei ist, man muss sich nicht viel einlesen, es geht ganz schnell. Es ist natürlich eine kleine Karte mit drin dabei, mit den Regeln, aber im Grunde kann man das auspacken und direkt loslegen, ohne groß was zu wissen. Ich zeige euch jetzt ein bisschen, was da drin ist in dieser kleinen, sehr hochwertigen Packung, Kartenverpackung. Echt cool, 55 Karten steht drauf und dann erzähle ich noch ein bisschen was, wie man das Spiel noch vielleicht abwandeln oder verändern könnte. So sieht die Packung aus, natürlich ist es jetzt schon geöffnet, ich habe es ja schon ausprobiert und dann liegen da einfach so ein paar Karten drin. Hinten steht übrigens auch schon eigentlich alles drauf, was man wissen muss. Man braucht Gläser und Getränke der Wahl, setzt sich vor den Fernseher, legt den gemischten Stapel in die Mitte und dann geht's quasi los. Immer vor einem Leck wird eine Karte gezogen und dann muss man eben beachten oder durchführen, ausführen, was auf der Karte draufsteht. So, die sind da. Auf, komm raus. So, da sind die Karten. Es gibt verschiedene Kartentypen. Ihr habt jetzt schon rote Karten gesehen, das sind Live-Karten. Das bezieht sich immer auf etwas, was im nächsten Leck passiert. Lacht, grinst einer der beiden Spieler während des nächsten Lecks. Da muss man eine Frage beantworten. Beantwortet man die Frage richtig, dann müssen alle anderen trinken. Beantwortet man die Frage falsch, muss man selbst dreimal trinken. Zum Trinken sage ich euch noch was. Es ist nicht ein reines Trinkspiel oder Saufspiel. Da hat man nämlich noch ganz viele andere Möglichkeiten, damit umzugehen. Ich bin ja selber auch nicht so der Trinker. Ich trinke zwar schon gerne mal eins, wo Bier, aber eben nicht so der sich da den Kopf jetzt zulötet damit. Deswegen gibt es da ganz viele Ideen, wie man da anders mit umgehen kann. Spielregeln, da nochmal kurz. Alles klar, da gibt es verschiedene Karten, nämlich Trinkkarten, Aufgabenkarten, Regelkarten und Livekarten. Livekarte habt ihr gerade schon eine gesehen. Da werden die nochmal erklärt, was man da machen muss. Bei der Trinkkarte muss man eben so trinken, wie es draufsteht. Aufgabenkarte muss man eine Aufgabe erfüllen, die auf der Karte draufsteht. Bei einer Livekarte, das habt ihr schon gesehen. Und eine Regelkarte, die liegen dauerhaft aus. Zeige ich euch jetzt auch. Das ist übrigens der Joker. Da kann man einmal aussetzen beim Trinken und die Getränke, die man selber trinken muss, an die anderen Spieler verteilen. So, jetzt haben wir hier so eine Trinkkarte. Alle trinken einmal Prost, ganz einfach. Oder hier, bestimme einen Mitspieler, der austrinken muss. Die grünen waren die Aufgabenkarten. Zum Beispiel, stille ein leeres Glas, circa 2 Meter weit weg, versuche etwas hineinzuwerfen, triffst du, trinken alle Ex. Ja, irgendwas hineinwerfen. Natürlich kann man so eine abgebrochene Spitze oder sowas vielleicht nehmen vom Dart. So, und dann haben wir noch die gelben Karten. Das sind die Regelkarten. Und da liegen immer 2 aus. Das müssten wir dann halt so machen, wenn man da den verdeckten Kartenstapel hat und man zieht davon eine Regelkarte. Beispielsweise jetzt die hier. Dann bleibt die liegen, bis sie halt wegkommt, bis halt eine andere drankommt. Vor dem Trinken muss die Dartwurfbewegung gemacht werden. Ganz einfach, wenn jemand trinken muss, muss er vorher halt irgendwie einen Dartwurf ausführen, ob er da jetzt einen Pfeil in der Hand hat oder nicht. Das ist da nicht vorgegeben, muss man dann halt sich darauf einigen. Dann kann noch eine 2. Regelkarte auslegen, Master of Ceremonies. Entferne eine Regelkarte, das heißt, da kann man wieder eine wegtun. Dann nimmt man natürlich eine und entfernt die, dann hat man gar keine mehr. Und es dürfen bis zu 2 Regelkarten ausliegen. Wenn man dann noch eine 3., also die wäre jetzt ja sowieso weg,
Die wäre auch entfernt. Da liegen jetzt zwei andere. Wenn man dann noch eine dritte Regelkarte zieht, zum Beispiel die, dann muss sich der, der die Karte gezogen hat, entscheiden, ob er die da hinlegt und dafür eine andere abräumt oder ob er die zur Seite legt und diese Regeln hier weiter gelten für das ganze Spiel. So läuft es, ist gar nicht so schwer und jetzt kommen meine Ideen zum Spiel. Vor jedem Leck soll ja eine Karte gezogen werden, das fängt man halt mit irgendeinem Spieler an. Steht es auch dabei, wer da anfängt? Der älteste Spieler beginnt und dann halt eben eine Reihe um zum nächsten Leck zieht der nächste eine Karte. Und ganz unten steht auch, die Spielregeln können beliebig angepasst werden. Ja, und genau das ist, was ich das jetzt auch machen würde. Ich würde es ungern als reines Saufspiel anpreisen oder Trinkspiel, denn man kann das ja auch mit ganz anderen Sachen machen. Natürlich, es geht hier irgendwo ums Trinken, also nimmt man halt nicht unbedingt Alkohol her, wenn man keinen Alkohol trinken mag. Kann ja sein, dass man schwanger ist, kann man sein, dass man in der Stillzeit ist, dass man Medikamente einnimmt, das sich nicht verträgt oder generell einfach keinen Bock hat, Alkohol zu trinken. Gibt's ja auch. Und ist auch zu respektieren. Man kann das zum Beispiel auch machen mit total aggressiv sprudeligem Mineralwasser. Dann wird's auch ganz lustig. Oder man macht's einfach so wie ich und man spielt das Ganze mit Wurstwasser. Trink das Wasser dieser Wurst, denn sie löscht den Todesdurst. Auf euch, auf Gabriel Clemens, auf Harinho. Und was ist zu spannend für dich, das Wurstwasser oder das Match? Also, wir probieren's mal. Prost. Die Spiele von Anzen, da gibt's übrigens 8 Stück. Ich blende euch die mal alle hier unten jetzt ein. Die werden ja alle über Amazon vertrieben, zum größten Teil. Da hat man ja auch immer ab 29 Euro, wenn man kein Prime hat, dann kostenlosen Versand mit dabei. Das gibt auch die Gelegenheit, zum Beispiel solche Jelly Beans noch zu bestellen. Das blende ich euch jetzt mal hier ein. Das sind so Bohnen, die schmecken entweder nach was Gutem oder nach Popel oder so irgendwas. Und dann ist natürlich auch ganz lustig, wenn man einfach statt trinken dann immer eine Bohne ziehen muss oder eine Bohne von diesen Dingern essen muss. Übrigens 16 Euro kostet das Double-Out-Spiel. Was ich noch sehr interessant finde, ist zum Beispiel auch das First-Down-Spiel. Also das ist im Prinzip das gleiche Spiel, nur bezogen auf American Football. Damit hat das Ganze mal angefangen bei Anzen und jetzt ist ja demnächst auch wieder Super Bowl. Da mache ich euch natürlich wieder ein Orakel. Das seht ihr dann Anfang Februar. Wenn ihr das nächste Mal Dart schaut und das Double-Out-Spiel spielen möchtet, habt ihr jetzt die Chance, das bei mir auch zu gewinnen. Ich mache eine Verlosung. Ihr müsst mir nur in den Kommentar irgendwas mit Wurstwasser reinschreiben. Dann seid ihr im Lostopf drin. Und natürlich solltet ihr auch Abonnent von meinem Kanal sein. Dann mache ich am Sonntag um 12 Uhr die Auslosung. Und dann weiß ich ja auch, wem ich dieses Spiel hier zuschicken darf, viel Erfolg. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Spiel, wenn ihr es euch kauft. Und natürlich immer wieder viel Spaß mit meinen Videos. Dafür am besten den Kanal abonnieren, ein Like aufs Video geben, die Glocke einschalten für die Benachrichtigungen. Also dann bis dahin, good darts.